Die Feuerwehr wurde um 4 Uhr hier zur Werther Straße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte es im Kellergeschoss. Es war dort ein Fahrradanhänger, der brannte. Das hatte zur Ursache, dass der Treppenraum verraucht war und somit der erste Rettungsweg im Halt nicht mehr begehbar war. Im Gebäude sind 21 Personen gemeldet. Wir haben jetzt hier 15 Personen, die wir aus dem Haus geführt haben, beziehungsweise die sich auf ein Flachdach gerettet haben. Insgesamt haben wir 7 Personen über den Treppenraum mit Brandfruchthauben ins Freie gebracht. Es sind keine Verletzten. Wir konnten also die Personen eben halt über den Treppenraum ins Freie führen und es hat sich also keiner verletzt.